Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hossek bewies Durchhaltevermögen. Wind und eisige Kälte konnten ihr bei der Spatenstichfeier zum Neubau des Oberstufen-Realgymnasiums in Guntramsdorf nichts anhaben. Wir errichten hier einen quasi Bildungscampus, Kindergarten, neue Mittelschule, die größte Niederösterreichs und hier das ORG mit 16 Klassen am Beginn, mit Erweiterungsmöglichkeit auf 20 Klassen. Das ist ein tolles Projekt. Es gibt bei uns verschiedene Schwerpunkte. Wir haben einen Schwerpunkt, der ab der 5. schon beginnt. Das ist der sportliche Schwerpunkt. Das sind jedes Jahr haben die Schüler 7 Stunden Sport. Also wir haben dann unsere tägliche Turnstunde, ja, unsere tägliche Bewegungsstunde. Und dann haben wir beginnend ab der 6. Klasse 3 Zweige, die sich unterscheiden in den musisch-kreativen Zweig für die Fortsetzung der neuen Mittelschule, die in Gumpolskirchen geführt wird. Dann haben wir den sozialen Schwerpunkt. Das war ein großes Anliegen von unserem Bürgermeister außer Dienst. Der ist neu, der wird geführt jetzt. Und als dritten den naturwissenschaftlichen Schwerpunkt eben in Fortführung für die neue Mittelschule in Guntramsdorf. Wer viel weiß, ist mächtig. Wer noch mehr weiß, ist noch mächtiger. Etwas, was auch die Jugend heute braucht. Ja, und deshalb darf ich zunächst den Verantwortungsträgern sehr herzlich Danke sagen, die das erkannt haben, dass wir in Niederösterreich heute mit allen Regionen in der Welt in Konkurrenz stehen. Und wer diese Konkurrenz auch spürt, der weiß, dass nur der gut ausgebildet ist, der mehr weiß, der qualifiziert ist, auch in der Lage ist, Produkte zu entwickeln und anzupreisen, die auch nachgefragt werden. Was wir brauchen, sind kreative und innovative Leute. Und ich glaube, dass dieses Gymnasium hier einen wichtigen Baustein dazu leistet. Kindern und Jugendlichen eine durchgängige Bildungslaufbahn im eigenen Ort anbieten zu können, ist wahrer Luxus. Ich habe hier auch die Schule besucht und habe dann die Oberstufe in Wien besucht und dort meine Reifeprüfung, sprich Matura, abgelegt. Ich finde es großartig, dass Guntramsdorf den mutigen Schritt gemacht hat, hier sich zu entscheiden, gemeinsam mit dem Land, dem Bund, eine Oberstufe zu errichten, und alle werden zusammen helfen und für 400 Schülerinnen und Schüler hier einen Campus zu eröffnen in einigen Jahren. Das wird sicherlich ein noch größeres Fest als heute beim Spatenstich.